Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac. Das hier ignorieren wir. Wir machen heute eine Random Character. Und das ist Samson. Eine XL-Ebene. Wobei. Conjoined. Ich habe. Okay, das nehmen wir so hin. Ich habe einen Mod installiert, der fügt Damage Up und Damage Down Pillen hinzu, weil die an denen fehlt es in dem Spiel. Und ja, ich denke, ich sollte das mal gesagt haben. So. Als nächstes gehen wir zum nächsten Goldraum, da ist auch schon. Ich habe überlegt, vielleicht sollten wir mit Isaac nochmal den Greed Mode machen, aber nicht heute. Ich habe auch überlegt, soll ich vielleicht noch eine Challenge machen? Da habe ich zwischen Waka Waka und When Life Gives You Lemons mich entscheiden müssen, weil auf die anderen habe ich irgendwie keinen Bock gerade. Und Capricorn. Und All Stats Up. Das ist nice. Ja, ich habe mich im Endeffekt gegen Challenges entschieden und jetzt spielen wir mit Samson. Ich will nicht sagen, dass ich positiv hoffe oder positiv über Samson denke, aber ich glaube, wenn wir ihm eine Chance geben, kann das gut laufen. Ja. Mensch, sind das viele Bomben. Ich hatte eben schon eine Aufnahme versucht und da ist mein Laptop gecrashed und ich krieg den Run nicht mehr zum Starten, also. Ja. Banane. Bananen. So. Möchte so gut wie möglich garantieren, dass wir diesen Devil Deal kriegen. Warum, mögt ihr vielleicht fragen? Aber das ist ganz einfach zu beantworten. Damit wir ab der nächsten Ebene dann auch direkt mit Angel Deals durchstarten können. Was eine sehr angenehme Sache wäre. Bananen. Und zwar eine ganze Menge. Ich hab übrigens jetzt durch irgendeine Developer-Action, die sich Microsoft ausgedacht hat, oder Mojang, ich habe echt keine Ahnung, wer von beiden momentan Minecraft wirklich ruled. Aber eine von den beiden hat sich so gedacht, yo, lasst uns Minecraft Bedrock kostenlos rausgeben an alle, die die Java-Edition haben. Und ich hatte die Java-Edition. Und jetzt können wir mit Tommy zusammenspielen. Auf YouTube. Nice. So. Och nee, nicht ihr. Naja, wenigstens habe ich gut was an Damage. Was das Ganze angenehm macht. Und es gab ja letztens irgendwie so eine Capcom Nintendo Direct Ding, nur halt ohne Nintendo und so, eine Capcom Direct nenne ich das mal. Und ich hab so gesehen, yo, Capcom macht was. Das ist schön und gut, aber könnt ihr nicht wieder Zelda machen? Weil, habt ihr euch die letzten Zelda-Spiele angesehen, die sie gemacht haben? Ich wünschte, wir wären wieder in den Zeiten. So, und jetzt werden wir auf ein Angel Deal Item spielen. So. Gib mir die Kiste. Danke. Jetzt brauchen wir nur noch ein Herz und dann haben wir hoffentlich das, was ich will. Und das ist gut.
Oh mein Gott, wir haben einen Damage von 11. Das ist interessant. Nehmen dich mit. Wir nehmen keinen von euch mit. Wir nehmen. Wir schauen mal, ob du willst. Ja, der will. So, nehmen wir das mit. Sprengen wir das hier. So. Dann gehen wir hier durch, um das Herz mitzunehmen. Fuck. Ich habe versucht, den Mann da oben mitzunehmen, aber das hat nicht funktioniert. So. Und danach können wir noch einmal versuchen, Soul Hearts rauszukriegen, aber mal gucken. Und da ist das Soul Heart. Ja, ich dachte, das kommt vor Uriel. Und ich glaube nicht, dass ich Uriel mit so wenig Herzen. Wobei, wir, mit einem halben Herz kann man es versuchen. Wir müssen nur aufpassen, nicht vor ihm zu sein, wenn er seinen Angriff macht. Wieso ist er jetzt geslowed? Und davon müssen wir auch aufpassen. Ja, wir haben ihn gleich. Das heißt, ab der nächsten Ebene haben wir eine höhere Angel Deal Chance. Und das ist sehr gut. Moment, hier war noch Flammen, die ich ausmachen wollte. Denn da können Herzen drin sein. Und wenn es eines gibt, was wir jetzt brauchen, dann sind das Herzen. Verdammte Scheiße. Ah, naja, wenn einer dieser seltenen dummen Räume kommt, in denen man fliegen muss, um ein kostenloses OP-Item zu kriegen, dann easy. Wir können nämlich jetzt fliegen. Für einen Raum. So, und runter. Noch eine XL-Ebene. Junge, Junge, Junge. Oh, dann fehlt uns ein Angel Deal. Oh. Oder auch nicht. Nächster Versuch. Ich hätte das hier nicht machen sollen. Na egal. Ach, verdammt, ich wollte mich ja nochmal hinlegen. Na egal. Ist egal. Wenn dieser Run fehlt, dann werde ich einfach einen neuen Charakter picken, wieder random. Und wenn es nochmal Samson wird, dann haben wir nicht Samson, sondern einen dritten, einen nächsten Versuch. Habt ihr mitbekommen, dass ich Samson nicht ganz mag? Ich versuche ihm die Chance zu geben, aber er wirft sie weg. Er will es nicht. Es ist nicht meine Schuld. Er will es einfach nur nicht. Und wenn er es nicht will, werde ich es nicht erzwingen. Was war interessant, zwei XL-Ebenen hintereinander. Ich bin ja mal glücklich darüber, wenn auf der ersten Ebene eine. Wenn auf der ersten Ebene eine XL-Ebene ist, aber. Ab der zweiten wird es immer einfach nur nervig, weil dann fehlt einem auch noch ein Angel- bzw. Devil-Deal. Schön für dich, Moment, die hier müssen wir noch auch noch aufmachen. Und der Devil-Deal ist eigentlich schon so eine wichtige Sache. Bzw. der Angel-Deal, je nachdem, was man mitnimmt. Zum Beispiel ein Guppy-Item. Was kann man mitnehmen? Hm.
Nein, diesmal werde ich nicht zu viel hier spielen. So. Mit einem Damage von 8 geht es jetzt zu dem Boss. Dort kriegen wir hoffentlich Matchbook, damit wir die beiden Kisten hier mitnehmen können. Und ja. Okay, der Scheiß wurde gerade richtig intensiv. Und ich rede nicht von Dingle hier. Vom haarigen Dingle. Ich rede von den Herz-Refreshern da. Das heißt, wir werden Health abkriegen, hoffentlich. Ab dem Punkt ist es dann auch egal. Eieieiei. Ab dem Punkt ist es auch egal, was. Schon gut. Wir haben trotzdem mehr als genug. Wir können versuchen, hier einen Deal rauszukriegen. Wir können versuchen, hier einen Deal rauszukriegen. Ich werde nichts versprechen, aber wir können es versuchen. Und wir müssen zurück. Das war aber sehr knapp eben, als das Ding auf mich zugesprintet ist. So. Wir müssen nur hoffen, dass wir nicht zum Devil Deal teleportiert werden, denn den wollen wir nicht. Haben wir überhaupt genug Leben auf der Ebene? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können uns nur in den Deal warpen, wenn. Wir gucken mal. Ja, wir können uns nur hin teleportieren, wenn überhaupt. Justice? Never mind. Und das ist nur ein Soul Heart. Aber ein Soul Heart ist besser als nichts. Wir haben im Endeffekt nur Scheiße rausbekommen. Aber wir können jetzt an die Kisten. Komm schon. Komm schon. Weiß nicht genau, wie ich damit jetzt umgehen soll. Wisst ihr was? Wir machen das so. Geld. Nein, ich bin nicht drowsy. Können wir mal kurz nach dem Angel, nicht Angel Deal, nach dem Secret Room suchen? Da ist er nicht. Ist wahrscheinlich beim Shop da unter. Jetzt geht's weiter. Wir machen zwar nicht mehr so viel Schaden wie eben, aber wir haben mehr Leben als eben. Und das ist ein Win. Denn wir zwei dieser Leben, die wir mehr haben, sind Soul Hearts. Und die sind der Grund, warum wir hier unseren Devil Deal kriegen und ihn für den Angel Deal in der nächsten Ebene eintauschen. Health up. Wisst ihr was? Wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, nochmal den Sacrifice Room zu betätigen, ich würde sehr stark überlegen müssen, ob ich das mache. Es spricht nichts dagegen gerade. Bis auf einen Fakt. Die Soul Hearts. Die Soul Hearts werden weg sein, wenn wir das machen. Das können wir halt einfach nicht, eigentlich einfach nicht so hinnehmen. Jetzt sowieso nicht. Und ich müsste auch echt überlegen, ob ich das wirklich machen will. Und das hier will ich mal. Und schon gut. Wir kriegen Angel Deals. Kriegen unsere Angel Deals.
Wir müssen uns auch nicht mehr auf die Soul Hearts verlassen. Was sehr gut ist. Ich finde sehr oft den Goat Head dafür, dass er so selten geworden ist. Der Goat Head war früher ein Item, das man auch jeden Run gefunden hat. Aber die Zeiten waren einmal. Necronomicon und das Buch von Belial. Wollte nur gucken, ob das jetzt das war, was die die Horse Rider holt. Und nein, das war ja blau oder so. Und das war jetzt, das mache ich jetzt, weil ich absolut keine Lust auf diesen Raum habe. So. Alle Ressourcen, die wir hatten, haben wir verschwendet, aber das ist gut so. Das ist gut so. Und wir haben den Raum ohne Damage geschafft. Ja. Schlüssel. Brauchen nur noch eine Bombe für hier oben. Dann ist alles paletti. Health up. Das ist eine ziemlich gesunde Ebene hier. Könnte das sein? Der Run, in dem wir mit Samson etwas schaffen? Ich weiß es nicht, aber wir müssen es versuchen. Nee. 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 Ich habe wirklich gehofft, dass da irgendwas Gutes oder eine Bombe sein wird. Aber nein, dann nicht. So, ich mag die beiden nicht. So, und jetzt Angel Deal. Angel Deal, willkommen. Klar. Klar. Aua. Wisst ihr was? Ich werde so weit gehen und behaupten, dass Samson ein guter Broly wäre. Wisst schon, Dragon Ball und so. Geht ja auch immer weiter über seine Stränge, je länger er kämpft. Und geschlagen wird. So, und da wir sowieso nichts zu verlieren haben, nicht mal ein Soul Heart, können wir hier reingehen. Aua. So. Mensch, bist du rot, Samson. Es kann sein, dass ich Wochenende wieder mit Pervol was aufnehme. Je nachdem, wie es mir Freitag geht. Aber heute ist Mittwoch, das heißt, ich hätte es vielleicht noch gar nicht ankündigen sollen. Es kann immer noch was dazwischen kommen und es kann mich immer nochmal, aua, kräftiger erwischen. Speedball, klar. So ein Speed-Up ist eine angenehme Sache. Aua. Wäre schön, wenn Herzen droppen könnten. Das wäre sehr freundlich von dir, Spiel. So. Ich habe übrigens keine Ahnung, was Magic Scab sein soll. Denn die Plazenta ist es auf jeden Fall nicht.
Wow, eine zweite goldene Kiste. Konnte ja nicht mal die erste öffnen. Naja. Mein Damage erhöht sich nicht mehr. Aua. An dem Punkt ist der Schaden nur noch schlecht. Das war Glück und ich gebe es zu. Nichts weiter als Glück war das. Ja, ist doch klar. Hier hatten wir einen Speedball im Goldraum. Der Shop ist wichtiger. Zwei Bananen. Und noch Karten ist gut. Der Teufel. So. Aua. Ja, ich glaube, das könnte wieder ein Verlierer-Run sein. Aber wir haben jetzt ein Angel Deal. Accumulatart. Danke, lieber Engel. Jedoch werden wir jetzt erstmal die Ebene zu Ende erkunden. Denn Wissen ist Macht. Und mich lüstet es nach Macht. Oh. Das wusste ich nicht. Das ist interessant. Junge, ich weiß, ich habe Guppy's Tail, aber... Oh, warum? Naja. Geht schlimmer. Ah, naja. Wir haben das Planetarium frei, also kann das nur gut sein. Denn selbst wenn wir keine Schüssel haben, werden wir immer noch unser Planetarium kriegen können, was uns ziemlich krass helfen kann. Nicht unbedingt wird, aber kann. Und das ist immer gut. Ja, ich hatte kurz mein Handy in der Hand, das ist aber egal. Curse of the Lost. Wir suchen den Goldraum und verschwinden dann so schnell wie wir können. Hier ist der Goldraum nicht. Nein. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber nein. Oh, nee. Ich habe immer gedacht, dass Accumulate Heart ist ein schlechteres Sacred Heart, weil... Ne? Aber irgendwie... Irgendwie gar nicht. Irgendwie ist das sehr gut. Kann sein, dass es durch Balancing Changes geändert wurde, aber... Naja, wir nehmen es, wie es jetzt ist. Und zwar als gutes Item. Das kannst du laut sagen, DK. Es sind eine Menge Bananen gewesen. Sie gehören alle mir. Brauchen wir nur noch einen Shop, in dem wir sie ausgeben können. Oder hochladen? Einzahlen. Es könnte gut sein, dass wir den Boss Rush auch gleich mitnehmen können.
Es kommt alles jetzt nur auf diese Ebene an. Also nicht nur, hauptsächlich auf diese Ebene. Und selbst wenn nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Hasch mitnehmen können. So. Eine goldene Treubombe. Interessant zu sehen. Naja. Da. Da ist eine blaue Banane, die müssen wir noch mitnehmen. Mein erster Gedanke beim, bei einem Goldraum, nicht Goldraum, bei einem Angel Deal ist es immer, ich will Sacred Heart haben, aber vielleicht sollte ich das mal überdenken. Vielleicht sollte ich das einmal überdenken. Ging es hier nach rechts weiter? Ja. Brauchen noch Goldraum und Shop. Wobei es eigentlich besser wäre, wenn wir nur den Shop finden, weil wir sind stark genug, um den Goldraum auszulassen und den Shop, ja, ist halt der Shop. Aua. Finde ich jetzt fies. Und da ist der Shop. So, wir schauen jetzt, was der für uns hat. Hoffentlich einen Reroll-O-Maten. Nein, hat er nicht. Dann hat er auch noch ein schlechtes Dings-Item. Weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass wir nicht alles mitnehmen können. Einzahlen können. So, und jetzt warten wir. Nett. Ach, du bist's. Oh, ganz einfach. Damage up und Luck up. Taube, jetzt können wir fliegen. Weil ich gerne lieber Angel Deals haben würde als Devil Deals. So, und ein einziges Feuer, das auf uns versucht zu hinabzuschießen, ist besser als keins. Ist besser als vier, Entschuldigung. So. Ich glaube, ich mag Gabriel mehr als Uriel. Ja, es ist der rote Streifen da. Ich denke, ja, wir lassen den Goldraum aus. Ja, machen wir so. Sekunde. So. Klar. Ich rede davon, den Boss Rush mitnehmen zu wollen. Und dann das. Achso. Ich denke, so wird das nichts. Braucht eine Emperor-Karte. Und zwar zwei. Wobei es jetzt auch sein kann, dass hier ein Goldraum, nicht ein Goldraum, Planetarium ist. Naja.
Wir werden schon finden, was wir finden wollen. Moment, war dann Tinted Rock, ja. Ach stimmt, ich kann ja fliegen, lol. Hab ich komplett vergessen. Ich denke, der Gold hat ist nicht die beste. Die beste Idee. Ich habe den falsch platziert. Health up, klar. Shop, sehr gut. Ich denke, der Boss Rush wird Temperance. Denk der Boss Rush würde easy werden. Hier ist irgendwo eine Kiste. Da. Gut. Emperor. Lava ist egal. Wir nehmen auf gut Glück. Wir nehmen auf gut Glück und hoffen, dass der Boss Rush uns auserwählt. Battle of the Mate hier. Klar. Wir haben jetzt nur noch ihn hier zum Bekämpfen und ja, das ist nicht allzu schwer. Und er ist auch schon down. 3, 2, 1, weg. Kommen. Mir hat eine Teleportkarte besser gefallen, aber naja. Komm schon, erhöhe dich lieber Danger Deal, Devil Deal und Angel Deal Chance, Planetarium Chance. Ja. So. Und dann hoffen, dass da irgendwas rauskommt, was uns hilft. Es lief mehr schief gerade, als hätte schief laufen dürfen, aber ist kein Problem. Wir haben ihr schon genug Damage gemacht, um ein klein wenig trödeln zu dürfen. So. Nehmen wir den Angel Deal mit. Den Wafer. Und Boss Rush. So. Ich denke er hier. Ach, wir können immer noch von Lusty Blood oder Bloody Lust Damage kriegen. Das ist interessant. So, das Pferdchen müssen wir. Das müssen wir zuletzt nehmen, weil das ist das deutlich ungefährlichere Gegnerchen. So. So. Ach, zwei nicht allzu schwierige Gegner. Aber es wird wohl ein Champion-Boss-Rush. Ah, naja.
Wir sind ja relativ stark. Dazu können wir fliegen und haben Spectral Tears, also. Das wird so ziemlich der letzte. Das letzte Problem sein, das wir haben. Was, der ist schon tot? Oha. Los, Gish! Ist Gish eigentlich ein Champion Monstro oder ist das ein eigener? Das wüsste ich gerne. Denke aber, Gish ist, glaube ich, einfach nur Gish. Bruder von Monstro oder sowas. Keine Ahnung. Bin kein Monstrologe. Nehmt meine Worte nicht für bare Münze. Oh. Das ist ein sehr ekelhafter Girlie. Und ein sehr toter. So. Ab jetzt wird der Boss Rush nur noch einfacher, weil. Ne? So, wo ist der Junge hin? Da. Das Eternal Heart werde ich liegen lassen und mit in die nächste Ebene nehmen. Denn wir wollen trotzdem versuchen, Hasch mitzunehmen. Okay, ich hätte vielleicht doch die andere Batterie mitnehmen sollen. Schon gut. So, am Anfang des Runs hast du ein Problem dargestellt. Doch jetzt bin ich dein Problem, dunkler Einer. Ach, nicht nur Champions. Hatte der eben überhaupt eine Champion-Variante? Das weiß ich gar nicht. Aber Champion Dingle ist auf jeden Fall da. So. Wenn wir Nord Leaf mitnehmen, dann wird unsere finale Taktik gegen Hush, wenn wir ihn mitkriegen, sein, dass wir stehen bleiben. Das war nicht mal gewollt. Ja, an dem Punkt sind wir vielleicht stark genug. Samson's Chains und ein All Stats ab. Seraphim. Jetzt müssen wir nur noch überleben und dann ist so ziemlich gut. Ja. Stirb, 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 stirb. Ja, die Leben habe ich riskiert, weil ich Angst habe, dass er nicht wieder aufmacht. Oder nicht so schnell wieder aufmacht. Ah, naja, lief doch ganz gut. Wusstet ihr, dass Engel eigentlich ziemlich, zumindest wenn sie akkurat der Bibel sind, ziemlich creepy sind? Nee? Googelt mal biblisch akkurater Engel. Und dann erinnert euch mal daran, dass einer von denen zu dieser Maria gegangen ist, um ihr zu sagen, dass Gott ihr ein Baby gibt. Und dann sagt mir doch mal, dass das alles damit okay ist. Aber relax, die Bibel ist nur eine Geschichte. Die Bibel gibt es doch gar nicht. Ach nee, Moment. Den Text in der Bibel gibt es doch gar nicht so.
Strength. Können wir gegen Hush benutzen, wenn wir. Wenn wir irgendwann mal den. Den Bossraum finden. So. Den Crack Dice kann man mitnehmen. Für einen Reroll. Und ein denn ein Reroll ist immer eine gute Sache. Außer wenn er mal eine schlechte Sache ist, dann ist er nicht keine gute Sache mehr. So. Klar. Money equals Power wäre cool. So. Das war's mit Daddy Dong. Daddy Dong Decks, genau. Joker. Chaos Card. Moment, wir nehmen ihn hier mit in den Dingsraum. Das rerunnen wir mal ganz schnell. Das ignorieren wir. Dann nehmen wir den Joker mit und die Chaos Card. So. Mit dem Joker werden wir dann bei Hush nämlich in die in den Angel Deer gehen, denn da gibt es sonst gar keinen. Und dann müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Klar. Das war gruselig. So. Einfach geradeaus weiter. Und das war die falsche Richtung. Mal rauf. Wir haben zwar keinen Zeitdruck, aber wir müssen uns nicht drauf anlegen. Wir haben nämlich schon eine gute Menge geschafft mit Samson heute. Und am besten machen wir da auch gleich mehr draus. Ich habe übrigens heute Revita gespielt und einen Curse bekommen, der mir. Moment. Einen Curse, der mir bringt, dass die Gegner explodieren. Und für diesen Curse habe ich dann bekommen, dass ich immun gegen Damage bin. Ihr wisst schon, gegen Explosion. Das war ein sehr gutes Timing. Das ging gerade nur so gut, weil wir unseren guten alten Dingensbumsens haben. Unsere gute alte Steckdose. So. Klar. So. Was ist es? Die Kerze. Klar. Wow. Bringt ja voll viel. Oh. Und wir haben Goldräume ausgelassen. Das ist ein ziemlich guter Run. Das sehe ich genauso. Oh, Banana. Ich freue mich auf diesen Hush-Kill tatsächlich. Ich kill Hush gerne mit der Chaos-Card. Nur habe ich immer keine Ahnung, wie die Chaos-Card funktioniert. Oh.
Fighting Baby. Da waren wir schon drin, aber nur um sicher zu gehen. Genau. Und jetzt hoch da. Also, was haben wir denn hier? Müll. Sehr gut. Ne? E. coli. Wir nehmen E. coli. Bin im Forever Alone. Den müssen wir noch öffnen. Wir hätten rerun können. Können das nehmen. Können wir nicht. Wir haben volle Herzen. So. Dann setzen wir fix die Joker-Karte ein. Aber hier. Und den hier rerollen wir. Klar. So. Okay. Oh. Den Hasch müssen wir jetzt so besiegen. Ist eigentlich kein Problem. Genau, steh auf. Das ist der ebenbürtigste Haschkampf momentan, den ich je gesehen habe. Dürfen jetzt nur nicht zu oft getroffen werden. Das war, glaube ich, schon zu oft. Das war's mit Hasch. Ja! Wir können die neuen Ebenen betreten. So, und jetzt müssen wir nur noch... Können wir nicht mitnehmen. Isaac besiegen. Hoffen, dass wir in die nächste Ebene dann kommen. Und... So. Oh! Müssen wir nur hoffen, dass... dass wir beim Boss dann Dingens bekommen. Ein Void-Portal. Dann nehmen wir statt der Kiste das. Und dann mal schauen. Es sind aber ziemlich viele gute Runs heute. Nicht heute, in letzter Zeit, so rum. Ist hier irgendwo ein Secret Rock, genau. Ein Tinted Rock. Nicht, dass ich wüsste. Ach nö. Klar. Und Range Up. Mit Marms Unterhose. Und hoffentlich bald der Boss. Denn wir haben immer noch die Möglichkeit, Hasch zu besiegen. Knie haben wir ja schon. Oh, Range war mein kleinster Stat. Interessant. So.
Au. Falls ihr wissen wollt, was das gerade war, das war mein Knie, das sich über irgendwas beschwert. Aber nicht über was Gutes. Das auf jeden Fall nicht. Au. Kiste? Müll. Könnte das unser erster Hushkill, nicht Hushkill, unser erster Delirium-Kill werden? Oder wird das einmal nur wieder ein Isaac-Kill? Oder könnte es mehr werden? Bleibt dran und seht es in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Ne, Moment. Falscher Film. Wir sind nicht in Dragon Ball Z. Oh, Justice. Die gute Justitia. Oh, hi. So, hier war der Dingsraum. Da. Ich habe insgeheim auf einen Jungen gehofft. Goldener Schlüssel. Hatten wir den nicht heute schon? Oder denke ich gerade an was anderes? Oh, wir können fliegen. Ah, diese Herzen sind sehr angenehm. Und jetzt schnell Isaac besiegen, bevor er uns besiegt. Der Suizidberserker. Tja, kein Void-Portal. Und das Ending. Bloody Lust. Was haben wir denn jetzt alles mit Samson geschafft? Oh. Aua. Vier Dinge. Interessant. Na dann, liken, kommentieren, abonnieren und Glocke bimmeln. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.